Julien, das sind schon mal Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg, Berlin, Murnau. Ein neues Buch, Neue Dimension der Liebe. Und meine Arbeit findest du auf liebeship.de und die Kamera stellt jetzt scharf. Okay, heute reden wir mal über den Clooney-Effekt. Das wird euch überraschen, sage ich euch schon mal gleich. Und zwar dreht sich der Clooney-Effekt, wer hätte das gedacht, um das Paar George und Amal Clooney. Also denke ich, muss ich jetzt nicht viel zu sagen. George Clooney, ewiger Junggeselle, hat dann aber die Amal geheiratet, die ja irgendwie kein Girlie ist, sondern gestandene Anwältin, Badass, Anwältin für Menschenrechte und ich weiß nicht was. Genau. Und der Clooney-Effekt wird häufig so verstanden, aber das ist jetzt heute eigentlich nicht, womit wir uns beschäftigen, verstanden als ja, ältere Männer über 50 sind auch sehr attraktiv unter Umständen. Ja, stehen, wenn sie gut aussehen, für viele Frauen oben auf der Attraktivliste, vor allem, wenn sie ihren Shit together haben. Ich würde mal, also nach meinen Worten, wenn sie ihrer Polarität sind, ja, cool sind, Swag haben, erfolgreich sind, Geld haben, was auch immer alles dazugehört. Nein, es gibt noch einen viel spannenderen Aspekt in dieser ganzen Geschichte und da würde ich mal eine Studie von Helen Fischer. Helen Fischer ist sowieso einfach so fucking geil, ey. Die macht ganz viel Studien so im Dating-Bereich. Studie, die sie gemacht hat, wo herausgekommen ist Folgendes. Und zwar geht es da um die Frage, ja, wie gehen Männer damit um, wenn die eigene Frau vielleicht besser ausgebildet ist als sie selber? Und da kam Folgendes raus, dass also wirklich breit angelegte Studie, 87% der Männer gesagt haben, sie würden eine Frau daten, die mehr Geld verdient, mehr intellektuelle Fähigkeiten hat und ausgebildeter ist als sie selber. Das mal zu dem scheinbar Irrtum, dass Männer mit gut ausgebildeten Frauen irgendwie nichts anfangen können. 87%, Wahnsinn. Aus 2015 die Studie. Frauen hingegen wollen zu 86% einen Partner, der mindestens so intelligent ist wie sie selber. 55% sind nicht bereit, ihren Partner finanziell zu unterstützen. Und 61% sagen, dass ein Mann, der weniger intelligent ist als sie, dass das für sie ein Dealbreaker wäre. Wer ist denn da jetzt flexibler, die Männer oder die Frauen? finde ich super spannend und geht ja doch deutlich gegen dieses Narrativ, dass Männer mit ausgebildeten Frauen nichts anfangen können. Und dieser Clooney-Effekt sagt eben auch, dass sich George Clooney, ja, er ist vielleicht auch jünger als er, aber dass George Clooney sich eben nicht eine 23-jährige Schauspielerin sucht, sondern dass Männer zunehmend Frauen, das kann ich auch nur unterschreiben, attraktiv finden, die richtig was drauf haben, die ja, schlau sind, intelligent sind, ihr Leben auf die Reihe kriegen, vielleicht sogar selber, keine Ahnung, ihr eigenes Business, was auch immer sie machen, am Laufen haben und dass es nicht so ist, was man vielleicht evolutionär sagen könnte, dass Männer, alle Männer wollen die 22-Jährige daten, die noch 10 Kinder kriegen kann aus irgendwelchen evolutionären Gründen. Das scheint definitiv nicht der Fall zu sein und das habe ich ja auch schon immer gesagt, dass ja, das auch zur weiblichen Polarität genauso gehört, irgendwie selbstbewusst, erfolgreich, cool zu sein. Viele andere Sachen natürlich auch, aber dass das dem überhaupt nicht im Wege steht. Und diesem Clooney-Effekt wird eben halt auch gesagt, dass man sich fragen kann, ist denn Amal Clooney jetzt das Trophy-Wife oder ist er nicht viel mehr für sie der Trophy-Husband, ne? Also dass es auch sowas gibt wie ein Trophäen-Mann und nicht nur, was man sonst vielleicht früher mal gesagt hätte, nicht nur die Trophäen-Frau für Männer gibt man, ob das jetzt besser oder schlechter ist, sag mal dahingestellt. Aber diese Zahlen fand ich wirklich bemerkenswert. Was da übrigens auch gesagt wurde von dieser Helen Fischer, was ich ja auch immer sage, was auch oft in Frage gestellt wird, dass sich Männer viel schneller verlieben als Frauen. Das ist ja auch, ja, was auch fürs Dating und für die Polarität weitreichende Konsequenzen hat, warum auch das
Datingverhalten von Männern und Frauen unterschiedlich ist, unterschiedlich sein sollte. Aber dazu könnt ihr einfach in meine Datingkurse gehen. Das muss uns hier jetzt nicht weiter interessieren. Aber ja, ich fand es mega spannend. Und also das ist ja auch das, klar, wird sich vielleicht der ein oder andere Red Pillar wieder die Hände reiben, die ja sowieso sagen, Frauen sind hypergam, also wollen nach oben daten, möglichst weit nach oben daten. Gut, was ich so in dieser, wie gesagt, aber meine Kritik an Red Pill habe ich woanders gesagt, muss ich jetzt nicht heute wieder sagen. Ah ja, was ich noch sagen wollte, ist, dass wir halt, das ist tatsächlich ein Problem, wo ich mich in der Zukunft mehr mit beschäftigen will, auf jeden Fall, dieses ganze Thema Female Choice und so, dass Frauen immer besser ausgebildet sind, oft schulisch besser dastehen. Ich denke auch, warte mal noch 10, 20 Jahre, die werden auch universitär viel krasser ausgebildet sein, werden unter Umständen krassere Jobs kriegen und da müssen die Männer mal sehen, wo sie bleiben. Das interessiert mich hier jetzt aber nicht so. Das hat aber, was es natürlich hat, es hat Konsequenzen fürs Datingverhalten, weil wenn Frauen gern nach oben daten wollen, aber selber top ausgebildet sind, ja, ihre Intelligenz so richtig ausreizen können, die sie vielleicht mitbekommen haben. Also klar, jedes ist ja, Intelligenz ist ja auch teilweise vererbt, aber dass so richtig ihre ganzen Fähigkeiten so richtig ausspielen können und ja obendran auch noch viele soziale Fähigkeiten haben und dann noch nach oben daten wollen, dann kriegen wir genau dieses Problem, was fairerweise, muss ich fairerweise auch sagen, auch in der Red Pill Community viel angesprochen wird, wie viele Männer bleiben dann eigentlich übrig in diesem Dating-Prozess? Da müssen die Männer echt eine Antwort drauf finden. Und auch, ich bin ja sowieso überzeugt, dass Männer ihre Rolle mal neu definieren müssen und auch durch einen Prozess gehen müssen, durch den die Frauen vielleicht schon gegangen sind in den letzten Jahrzehnten. Also da kommt auf die Männer einiges zu und das müssen wir Männer, da können uns die Frauen letztlich auch nicht bei helfen und da müssen wir Männer auch eine Lösung drauf finden. Ja, bin gespannt auf eure Kommentare und wir sehen uns bald wieder.